gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Letztes Jahr Vize-Weltmeister im Weltcup-Debüt, ja. Wie läuft denn so die Vorbereitung auf diese Saison? Ja, bisher gut. Ich bin nach meiner Verletzung seit Ende August wieder richtig gut im Training. Also läuft alles super. Meine Jungs sind alle fit. Erik Franke ist eine super Verstärkung nochmal für unser Team. Und für uns aus kann es losgehen. Also Team ist komplett fit? Team ist komplett fit. Alle verletzungsfrei. Ja, wie gesagt, ich war im Sommer ein bisschen außer Gefecht. Aber mittlerweile ist wieder alles gut. Und jetzt zu den Selektionen. Letztes Jahr hast du ja in Innsbruck Eagles beim Weltcup schon ein tolles Ergebnis abgeliefert und heuer ist ja doch WM. Ja. Bist schon guter Dinge, oder? Ja, wir schauen mal. Also ich meine, die Startleistung ist in Innsbruck natürlich brutal entscheidend und da müssen wir noch ein bisschen an uns arbeiten. Aber ich denke, ja, wie gesagt, wenn wir es am Start auf die Reihe kriegen, dann können wir da, denke ich, auch wieder ein Wörtchen mitreden. Ja, das hört sich ja gut an. Ja. So, schauen wir mal. Lieber Nico, was ist schwerer, Zweier oder Doppelsitzer? Doppelsitzer, vom Fahren her, von der Athletik her, Zweierbock. Was ist der beste Film aller Zeiten? Star Wars. Welche Musik hörst du? Ach, da bin ich eigentlich relativ offen, also ich mag gern so ein bisschen Hausmusik, aber ich mag auch gern Black, oder also jetzt aber kein Klassiker oder so, aber ansonsten bin ich da relativ vielseitig. Wie war deine erste Bobfahrt bzw. dein erster Sturz? Meine erste Bobfahrt war ja recht interessant, aber es hat echt Spaß gemacht. Und mein erster Sturz hat eher weniger Spaß gemacht. Der war ja auch in meinem ersten Weltcuprennen. Auch mein einziger bisher. Aber ja, shit happens. Fährst du genauso gut Auto wie Bob? Das müssen wir die Tanja mal fragen. Nee, das, ich hoffe, das, besser. Das kann ich beantworten. Also, mir sind da so Fotos zugespielt worden. Du hast letztes Jahr, also wir können das mal kurz in der Kamera zeigen, das ist ein Golf Air, der im Beach-Volleyball-Platz drin ist. Was hat denn das auf sich? Das? Ja. Kann ich mir nicht erklären. Ach gut, ja.